Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser kleinen Videoserie zeige ich zwei Beispiele zur Rechnungsabgrenzung. Wir sind also im Bereich Rechnungswesen, Bilanzierung und Sie wissen vielleicht schon aus anderen Videos oder aus anderen Quellen, dass es die aktive Rechnungsabgrenzung gibt, ARA, und die passive Rechnungsabgrenzung, PRA. Aktiv heißt, wir handeln. Das heißt, wir zahlen, ja, unsere Handlung, wir zahlen zu früh. Wir zahlen etwas schon, was aufwandstechnisch ins nächste Jahr gehört. Auszahlung jetzt, Aufwand später. Aufwand später, das heißt im nächsten Jahr. Passiv heißt, wir bekommen etwas zu früh. Wir soll das heißen? Wir erhalten. Passiv heißt immer, mit uns wird was gemacht. In dem Fall, wir erhalten eine Zahlung zu früh. Einzahlung jetzt. Ertrag später und zwar im nächsten Jahr. So, das zum Grundsätzlichen. Jetzt möchte ich ein Beispiel geben für die ARA und im nächsten Video dann zu PRA, also einmal aktive Rechnungsabgrenzung und passive Rechnungsabgrenzung. Also ARA, das wird hier Video Teil 1 und PRA, das wird dann Video Teil 2. Mein Beispiel zur aktiven Rechnungsabgrenzung, also ARA, aktive Rechnungsabgrenzung, ist folgender Fall. Wir überweisen die Versicherungsprämie im Oktober. Wir überweisen im Oktober und der Zeitraum, für den wir überweisen, ist November bis April. Das heißt für die nächsten 6 Monate. November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Für 6 Monate also insgesamt. Nur, dass wir hier zwischendurch unseren Jahresabschluss haben, den wir unterstellen für den 31.12., so wie die meisten Unternehmen es machen. Das heißt, 2 Monate betreffen das alte Jahr und 4 Monate betreffen das neue Jahr. Die Versicherungsprämie hat die Höhe von 1.800 Euro für 6 Monate. Das heißt, pro Monat sind das 300 Euro. 6 mal 3 sind 1.800 Euro. Das heißt mit anderen Worten, 600 Euro betreffen das alte Jahr und 1.200 Euro betreffen das neue Jahr. So, was passiert nun? Zunächst mal, wenn wir im Oktober buchen, dann lautet der Buchungssatz Versicherungsprämie an Bank zunächst mal 1.800 Euro. Das ist die erste Buchung. Versicherungsprämie ist ein Aufwandskonto und Bank ist das bekannte Aktivbestandskonto. Auf der Aktivseite der Bilanz ein Aktivbestandskonto. So, dieses Aufwandskonto ist nun mit 1.800 Euro belastet. Das heißt, wenn das unser Konto ist, VP, Versicherungsprämie soll haben, dann steht hier per Versicherungsprämie 1.800 an Bank. Ja, Sie wissen, bei Aktivbestandskonten stehen die Abgänge im Haben. Ja, dieses Anbank irritiert viele Leute. Das ist keine Richtungszuweisung, sondern heißt einfach Habenseite. Wir buchen immer per soll anhaben, also Anbank. Das heißt, es taucht auf der Habenseite auf. Und die Habenseite ist bei Aktivbestandskonten ein Abgang. Das heißt, auf der Sollseite stehen die Zugänge und
Auf der Habenseite stehen die Abgänge bei den Aktivbestandskonten. Bei den Passivbestandskonten ist genau umgekehrt. So, täten wir jetzt nichts, dann würde dieses Konto abgeschlossen werden über das Konto G&V. Das heißt, diese 1.800 Euro würden in das Konto G&V als Aufwand gehen. Und das stimmt ja nun mal nicht. Deswegen streichen wir das auch ganz schnell wieder durch und korrigieren diese Buchung, denn ein Teil dieser 1.800 Euro betrifft das neue Jahr, muss also sozusagen zwischengeparkt werden. Wir buchen per aktive Rechnungsabgrenzung an Versicherungsprämie, und zwar die 1.200 Euro. Das heißt, wir brauchen ein neues Konto, das Konto ARA, aktive Rechnungsabgrenzung. Das ist ein Aktivbestandskonto. Wir buchen per ARA 1.200, an Versicherungsprämie 1.200. Das heißt, wenn wir dieses Konto jetzt abschließen, machen wir es kurz, wertmäßig größere Seite, Summe übertragen auf die schwächere Seite, dann haben wir den Saldo von 600 und es gehen 600 in die G und V und nicht 1.800, wie wir es gerade hatten. Ja, also das hier, 600 ist der Saldo und das steht in der Gewinn- und Verlustrechnung am Ende des Jahres. Dieses Konto aktive Rechnungsabgrenzung ist ein Aktivbestandskonto. Hier wird also der Betrag von 1.200 Euro zwischengeparkt. Und Aktivbestandskonto heißt, das steht auf der Aktivseite der Bilanz, unserer Schlussbilanz, Aktivseite, Passivseite. Und zwar ganz hier unten stehen jetzt die 1.200 Euro noch nach Kasse und Bank. Ja, steht hier ARA, aktive Rechnungsabgrenzung, 1.200 Euro. Das heißt, hier ist der Sachverhalt festgehalten, dass wir einen Aufwand des nächsten Jahres schon im alten Jahr bezahlt haben. Das steckt hier dahinter. Einen Aufwand des neuen Jahres schon heute bezahlt. Ich sage es nochmal, die Kurzformel: Auszahlung schon im alten Jahr entsprechender Aufwand betrifft das neue Jahr. Ja, und Sie wissen auch, auf der Aktivseite stehen die Vermögenswerte, während auf der Passivseite die Kapitalwerte stehen. Also hier, das unterscheidet sich an Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Aktive Rechnungsabgrenzung gehört zum Umlaufvermögen. Also der Vermögenswert, der kurzfristige Vermögenswert, dass wir etwas schon zu früh gezahlt haben, wird hier verbucht. Ja? Und zwar nur zwischengeparkt. Denn im neuen Jahr wird dieses Konto sofort wieder aufgelöst und wir buchen im neuen Jahr, buchen wir per Versicherungsprämie 1.200 an ARA. Ja, das Konto ARA wurde eröffnet im neuen Jahr mit 1.200 und dann kommt der Buchungssatz per Versicherungsprämie an ARA 1.200. Damit ist dieses Konto abgeschlossen und sozusagen auf Null gesetzt. Ja, die Soll- und die Habenseite gleicht sich aus, kein Saldo mehr. Das Konto ARA ist also sozusagen wieder verschwunden. Es hatte nur eine Zwischenparkfunktion. Das ist genau das, was passiert. Und wenn hier jetzt im neuen Jahr nichts mehr weiter passiert, was die Versicherungsprämie angeht, dann marschieren diese 1.200 Euro am Ende des Jahres in die Gewinn- und Verlustrechnung, und zwar genau in dem Jahr, in das sie gehören. Man nennt deswegen diese Posten hier auch transitorische Posten. Ja, transitorische Posten. Transitorisch heißt etwas herüberführen. Wir haben also eine Auszahlung des alten Jahres in einen Aufwand des neuen Jahres überführt, herübergeführt. Wir haben die Auszahlung des alten Jahres
zum Aufwand des neuen Jahres gemacht. Das war's für dieses Video. Gehen Sie nun zu Teil 2, wo ich die passive Rechnungsabgrenzung in einem Beispiel erkläre, aber gehen Sie vor allem in meinen Shop. Sie wollen lernen, ohne zu leiden. Und Sie finden unter www.sparslein-denk-shop Ihre Adresse im Internet für motivierendes, leichtes, effektives und effizientes Lernmaterial. Hörbücher, Lernkarten, Video-Coachings. www.sparslein-denk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.